Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tiny Tina's Wonderlands Video. Und zwar geht es heute, wie donnerstags üblich, um einen weiteren Hotfix für Wonderlands, der in dieser Woche extrem kurz ausfällt. Wie immer erscheint auch der heutige Hotfix um 18.30 Uhr auf allen gängigen Plattformen, auf denen man Wonderlands zocken kann, und muss aktiviert sein, um die Änderung aktiv zu haben. Startet ihr euer Spiel nach 18.30 Uhr, müsste sich der Hotfix automatisch aktivieren, sobald ihr mit dem Internet verbunden seid. Seid ihr aber schon vorher im Spiel unterwegs, verlasst einfach einmal euer Spiel, startet das Spiel neu und auch dann müsstet ihr den Hotfix aktiv haben. Der Hotfix von heute ändert die Version des Spiels auf die Version 1.0.4.0c und sollte euch in eurem Haupt- oder Pausemenü in der unteren linken Ecke, also im News-Bereich, angezeigt werden. Kommen wir aber auch jetzt mal direkt zu den Änderungen von heute, ohne große Umschweife. Was die wöchentlichen Änderungen in den Wonderlands angeht, gibt es auch am heutigen Donnerstag wieder welche, denn auch in dieser Woche startet ein neues zeitlich begrenztes Mini-Event im Spiel, das ab heute bis zum 14. Juli für eine Woche lang aktiv sein wird. Dieses Event ist das Redux der optionalen Gelegenheiten Mini-Event, das dafür sorgt, dass ihr in dieser Woche auf den optionalen Karten Knolldrift und Kopfberg mehr Gold bekommt, das ihr dann für verschiedene Dinge im Spiel einsetzen könnt. Spart ihr also gerade noch auf SDUs oder etwas anderes im Spiel, könnt ihr euch euren Goldbonus auf den beiden Maps holen. Was den Featured One in der Chaoskammer angeht, gibt es natürlich auch wöchentliche Änderungen, wodurch die besten Listen wie jede Woche zurückgesetzt werden und auch zwei neue Bosse in der Kammer anzutreffen sind. Im Featured-Lauf trefft ihr in dieser Woche nämlich auf den Boss Lysia, die ihr sonst an einem der Obelisken finden könnt, den durch die Flüssigkühlung droppt, und auf den Boss Salissa, den man sonst in der Sonnenfang-Oase antrifft. Im Featured-Lauf könnt ihr also, falls ihr noch etwas aus den Loot-Pools der Bosse braucht, auch ein paar brauchbare Items farmen. So viel zu den wöchentlichen Änderungen des Hotfixes. Normalerweise kommen wir an dieser Stelle jetzt immer zu den interessanteren Dingen, die die Hotfixes so mit sich bringen, wie Bugfixes, Veränderungen an den Ausrüstungen oder Klassen. Allerdings gibt es in dieser Woche tatsächlich nichts, was sich abseits der wöchentlichen Änderungen tut. Man könnte jetzt erstmal denken, hä, sind jetzt also alle Fehler im Spiel behoben und alle Dinge fix im Spiel und werden nicht mehr geändert? Aber nein, das ist nicht so, denn scheinbar brauchen die Entwickler einfach noch ein wenig mehr Zeit, um sich geplante Änderungen genauer anzusehen. Es wurde nicht erwähnt, um welche geplanten Änderungen es genau geht und warum diese Dinge noch weiter überprüft werden müssen, aber es liest sich für mich zumindest so, als würden da irgendwelche wohl wichtigeren Änderungen auf uns zukommen. Es wurde in der Patchnote sonst auch nur beschrieben, dass es in den kommenden Wochen noch weitere Hotfixes geben wird, was halt beschreibt, dass das Spiel noch lange nicht seine finale Form erreicht hat, und es gibt natürlich wie immer die Möglichkeit, selbst Probleme oder Bugs zu melden. Solltet ihr also noch irgendwelche Probleme im Spiel haben, könnt ihr diese wie immer unter support.2k.com melden, wodurch dann eine sehr gute Chance besteht, dass auch eure Fehler in Zukunft behoben werden können. Ja Leute, für heute also nicht wirklich große Neuigkeiten zu Tiny Tina's Wonderlands, bleibt also nur abzuwarten, was in den nächsten Wochen so passiert. Bis hierhin aber erstmal danke fürs Zusehen, euch allen ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Haut rein!